Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Erneut Proteste der Gelbwesten in Frankreich. Landesweit gingen etwa 125.000 auf die Straßen. Dabei kam es wieder zu Ausschreitungen, die aber weniger extrem ausfielen als zuletzt. Es gab mindestens 135 Verletzte und hunderte Festnahmen. Die Proteste richten sich gegen hohe Lebenshaltungskosten und die Steuerpolitik von Präsident Macron. Neuer CDU-Generalsekretär Ciniak will Parteiflügel einen. Das sei die dringlichste Aufgabe nach dem Führungswechsel, sagte der 33-Jährige in den Tagesthemen. Gestern war Ciniak auf Vorschlag der neuen CDU-Chefin Kamp-Karrenbauer von den Hamburger Parteitagsdelegierten gewählt worden. Ciniak, Vorsitzender der Jungen Union, gilt als konservativ. Trump wechselt Stabschef im Weißen Haus erneut aus. John Kelly werde den Posten Ende des Jahres räumen, kündigte der US-Präsident an. Einen Nachfolger will Trump bald benennen. Das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden soll seit längerem beschädigt sein. Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn. Tickets im Fernverkehr werden im Schnitt um 1,9% teurer. Auf wichtigen Strecken will die Bahn den Takt erhöhen. Ab morgen drohen Bahnreisenden aber Verspätungen und Zugausfälle wegen angekündigter Warnstreiks. Die Ergebnisse der Samstagspartien in der Fußball-Bundesliga. Im Abendspiel besiegte Berlin Frankfurt mit 1:0. München schlug Nürnberg mit 3:0, Schalke Dortmund 1:2. Leverkusen Augsburg 1:0, Freiburg Leipzig 3:0 und Wolfsburg Hoffenheim 2:2. Das Wetter, zeitweise noch stürmisch, viele Wolken und Schauer, in den Hochlagen Schnee. Höchstwerte 3 bis 11 Grad.